das möchte ich Ihnen gerne übergeben. Und mich noch mal ganz Bildungsinstitut überreicht Spenden für kranke Kinder. 4.500 Euro übergab heute Herbert Pscherer, Geschäftsführer des gleichnamigen Bildungsinstituts, an Landrat Dr. Tassilo Lenk für die Stiftung Hilfe für krebskranke Kinder im sächsischen Vogtland. Der Erlös stammte aus den Geschenken zum 25-jährigen Firmenjubiläum des gemeinnützigen Instituts. Immer wieder können wir registrieren mit großer Freude, dass es Unternehmen gibt, wenn sie Jubiläen haben oder auch so, dass Spendeneinkünfte erzielt werden für diese ganz wichtige Stiftung im Vogtland. Nicht nur jetzt aktuell und zukünftig. Die Sache läuft ja seit 98. Ich habe damals beim 50. Geburtstag genutzt, um diese Gedanken auf den Weg zu bringen. Wir haben damals mit 15.000 D-Mark an dem Geburtstag eingesammelt, begonnen mit dieser Verein- und jetzt Stiftungsarbeit. Jetzt haben wir fast 700.000 Euro zusammen, also ein wichtiges Werk ist entstanden. Und es ist vor allen Dingen so dienlich, weil es um schwerkranke Kinder geht, dass wir im Rahmen nur unserer Möglichkeiten, die sind sehr, sehr begrenzt, aber doch ein bisschen mithelfen können, dass sich die Lage dort verbessern hilft. Und da bin ich über jede einzelne Stiftung riesig dankbar. Wenn es 2 Euro sind von einem kleinen Kind, das sagt, ich will da auch was geben, oder jetzt wie heute eine größere Summe eingeworben werden kann. Diese Arbeit ist gut für die Region, sie ist konkret und sie hilft Menschen. Landrat Dr. Lenk wird auch nach dem Ende seiner Amtszeit weiterhin Vorsitzender der Stiftung bleiben. Derzeit werden ca. 20 Mädchen und Jungen durch die Stiftung betreut.